Nee, keiner. Hier drinnen ist auch nichts. Hier ist nichts. Nee, alles schön, alles sauber. Was haben wir hier liegen? Ach so, der Kunde von vorhin, ja. Warum nicht? So, hier, komm, zieh mal ab hier. Zieh mal nach Hause. Zu deiner Mutti ist da. Die haben dich bestimmt vermisst und die wollen bestimmt mit dir noch ein paar Wörtchen reden. Was steht hier? Da geht's zur Sonnenpyramide. Ja, da war ich ja schon. Da will ich nie nochmal hin. Da ist ja nichts. Ja. Erst guckt er und geht weg, ja, und dann kommt er auch trotzdem auf einmal zu. Wie der hier liegt. Ja, die Actionmucke kommt gerade ein bisschen zu spät, würde ich sagen. Oder? Ist hier noch wer? Nee, ist doch keiner. Oh doch, Affen, Affen. Wo? Komm. Komm her, Cheetah. Ja, mein Kleiner, da hat es dich entschärft, würde ich sagen. So, wo bin ich hier? Ich glaube, ich verlaufe mich gerade absolut. Ah ne, hier sind wir wieder bei der Pyramide. Aber auf welcher Seite? Oh, ich verlaufe mich gerade. Ich verlaufe mich gerade. Ne, okay, hier waren wir vorhin. Hier müssen wir hin. Genau, hier war noch ein bisschen Powered irgendwas. Die Mucke scheint auch gerade ein bisschen zu hängen, weil irgendwie läuft die hier zu oft. So, ist hier hinten noch was? Ne, hier ist was. Ja, hier ist ein... Hä? Wie kann ich Kreis laufen? Scheint so, ja. Ich bin gerade ein bisschen im Kreis laufen. Naja, ist egal. So, wir speichern erstmal nebenbei. So, sicher, sicher. Ich kenne mich. Oder ich kenne das Spiel. So, dann haben wir hier noch irgendwas zum Craften gehabt. Und zwar das plus das ergibt Blasrohr. So, Messerchen geschnappt. Und weiter geht die wilde Reise. Ich speichert haben wir. Dann müsste jetzt gleich wieder Bagheera kommen. Wenn das Spiel so... berechenbar ist. Und zwar, wenn ich hier drunter durchgehe, dann kommt gleich wieder unser kleiner Leopard, Jaguar, ach, nennt sie ihr möchtet, unser kleines Kätzchen. Hoch. Da ist wieder der Piepmatz. Hier ist wieder unsere Liane. Und da habe ich ihn doch schon gesehen. Ja. W. W, W, W. D, 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 D. Oh, das ist nicht wahr. Also das ist absolut unfair auf eine Art, weil wenn man das nicht so schnell genug drückt, oh, das ist doch doof, ist doch das. Ah, das kriegen wir los nochmal hinter. Ich will noch ein bisschen den Jaguar, Leoparden. Ist das ein Jaguar? Ist das ein... Die schwarze Katze? So, sagen wir einfach schwarze Katze. Oder Bagheera. Wir nennen es einfach Bagheera. Da weiß, glaube ich, jeder, was mit dem meint ist. Jeder, der Dschungelbuch kennt. Und ich denke mal, das kennen die meisten von euch. Falls nicht, dann korrigiert mich bitte. Ich will nichts Falsches behaupten. Aber ich bin mit sowas aufgewachsen. Also zumindest mit dem damaligen Trickfilm. Die Originalfassung und nicht der neuen 3D-Fassung, die, glaube ich, komplett Schwachsinn ist. W. Und jetzt nochmal D. 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 Ja, ah, da hat er es gekriegt. Nochmal was? Nein, okay, gut. So, fällt er diesmal hin? Olle Wetter. Er fällt sogar hin. So, dann holen wir mal das Beste raus aus Bagheera, wa? Damit wir ein bisschen was zu naschen haben, wenn ich mal irgendwann rausfinde, wie ich das Zeug auch kochen kann. Oder braten, brutzeln. Panther Stomach has been added. Oh, pfui Magen. Ist ja eklig. Hier ist der Piepmatz, das heißt, wir mussten nach da unten hin, genau. Mich würde auch mal interessieren, ob wir leveln, weil ich habe noch nichts davon mitgekriegt, ob wir irgendwie aufsteigen im Level oder so. Aber ich glaube, dass sowas gibt es noch nicht im Level-System. Okay, hier hinten erstmal umgucken. Da haben wir doch was.
Holz. Vorsichtig, nicht, dass wieder irgendwas kommt. Da haben wir ein Feuerchen. Ach komm, wir machen mal die Feuermission schnell. Kann natürlich auch sein, dass wir irgendwann später mal... Was haben wir hier? Dentalfloss. Ist das Zahnseide? Ich würde sagen, das ist Zahnseide. Ich würde sagen, Zahnseide plus Holz plus irgendwas. Warte mal, so. So und so. Okay, geht nichts. Gut, okay, es ist in Ordnung. Was wollte ich jetzt? Was wollte ich jetzt? Ich wollte Dry Wood und das ergibt. What the hell is this thing? Ein schönes Feuerstarter-Kit und dann haben wir hier. Zack. So, dann mach mal Feuerchen, mein Jung. Ja. Wie schnell das auch angeht, ja, das ist der Hammer. So, Feuerchen gemacht. Das Fleisch nicht. So, wartet mal, jetzt haben wir hier. Kann ich das mitnehmen? Uh-oh. Nee, kann ich nicht. Das nicht, das nicht. Ja, ist egal. Das filmen wir schon irgendwann noch raus. So, damit kann ich jetzt nichts machen. Dann gehen wir erstmal weiter. Ja, cook some food. Ja, wenn er mir sagt, wie das geht, dann können wir das gerne machen. Das ist kein Problem, Jungs. Aber erstmal weiter. Wir suchen immer noch unser Flugzeug, was wir irgendwo finden müssen. Hier ist noch was zu essen. Übrigens essen, wir könnten mal langsam wieder was essen. Essen wir mal eine Banane. Und noch eine Mango. Und noch eine Mango. So, trinken. Wie kriegen wir trinken? Aus unserer kleinen Pulle. Aber wie können wir die auffüllen? Oder gibt es noch was anderes für den Trinkspaß? Ich meine, der kann ja nicht nur von Alkohol leben. Manche sollen das ja tun, aber ist nicht so die gesündeste Alternative. Aber ist ja kein Problem, das finden wir schon irgendwie. Aber hier erstmal weiter, so erstmal doch tiefer in den Dschungel. So, wo ist denn man hier das Flugzeug? Hier sieht es doch gut aus. Hier sind so eine Felsschlucht. So, jetzt hat er das Wort hingekriegt. Und vielleicht kommen wir ja da auf unser Flugzeug. Aber das sieht eher nicht so aus. Ach man, eine Karte wäre schön. Aber wir sollen eine Karte herkriegen, ja? Ein alter Tempel oder Ruine oder sonst irgendwas. Ja, das würde ich... Oh, da hinten, da leuchtet für unsere Waffe, denke ich mal, was. Was ist das hier? Nein, wir haben Poison... Ah, wir haben Giftpflanzen absorbiert. Absorbiert. Was erzähle ich denn für eine Scheiße? Aufgenommen. Was haben wir hier? Ah, wieder Waffenmunition. So, da ist nichts. Oh, ich denke mal, wir kommen bestimmt hier irgendwie rein. Aber natürlich auch nur, wenn unsere Waffe funktionieren würde. Geht die noch? Warte mal, wir machen mal einen Test. Vielleicht habe ich Glück. Nein. Natürlich nicht. Das heißt, wir kommen hier jetzt noch nicht rein. Oder doch? Nee, wir können ja nicht reinkommen, weil wir haben ja nichts. Können wir klettern? Nee, können wir nicht. Hier ist nichts. Der Kopf sagt nichts. Dann müssen wir wieder zurück erstmal. Ich hoffe es zumindest, dass ich das gerade richtig interpretiere alles. Dann gehen wir zurück und gehen erstmal in die andere Richtung. Gucken, wo wir da hinkommen. Ach Mann, wenn ich jetzt unbedingt ungefähr wüsste, wo wir hin müssen oder wohin laufen sollten. Das wäre schon mal schön. Wir sollen das Flugzeug finden, haben aber keinen blassen Dunst, in welche Richtung das ist. So, hier ist nichts, hier nicht. Hier geht's nach oben. Wir gehen erstmal nach oben. Ist immer besser, wenn man hier an der Felswand lang geht. Vielleicht kommen wir da von hinten irgendwie ran.
Da ist noch ein großer Dodongo-Kopf. Knochen. Das plus das plus das. Ja, das ist schön. Das habe ich schon mal irgendwo gefunden. Aber es bringt mir nichts. Und hier geht es auch nicht weiter. Shit, hier geht's nicht weiter, das heißt wieder zurück. Ja, ich habe gedacht, da war gerade irgendein Geräusch von irgendeinem Piepmatz. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Okay, dann gehen wir erstmal hier runter. Und hier lang. Gucken, haben wir hier noch irgendwas, nicht irgendwas übersehen, Jungs? Und Mädels, die ihr vielleicht mir zuguckt? Oh, wo ist er denn? Hier piept doch irgendeiner. Ich sehe aber keinen Piepmatz. Oh, na, suchst du mich? Willst du Stress? Ich geb's dir, Alter. Ich zieh dir eine über den Kopf. Wenn du mich hier dumm von der Seite anlaberst. So, hier waren wir noch. Ne, ich hoffe ich mal. Kann das sein, dass nur die Männer irgendwie aggressiv sind und die Frauen ja alle ein bisschen lieb? Also wie in echt, würden jetzt viele sagen. Aber das halte ich für nicht. Es gibt auch nette Männer. Aber man hört nun mal nur Schlechtes von manchen. Alles klar, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Das ist gerade beschissen. So, ja, ich habe das hier aber rausgefunden. Das heißt, rein theoretisch dürfte das doch dann aufgelöst sein. Wieso geht das nicht? Halt. Hier ging gerade irgendwas. Ich könnte gerade irgendwo E rücken. E. Bei dir E? Oh. Entschuldigung, das war nicht meine Absicht. Ich habe gedacht, das war was anderes. Tut mir leid, war nicht geplant. Schnell weg. Oh, hier haben wir Fluss. Remember to drink water once in a while. Press C in a water source. Oh, voll die Pissplürre. Okay, kann ich also im Wasser ein bisschen was trinken? Und hier ist aber nichts weiter, ne. Hier nicht. Hier ist nur ein paar Wasserrosen. Hier haben wir nichts weiter. Hier unten, nein, auch nicht. Wo müssen wir hin? Wir können jetzt einzig und allein nur noch mal... Oh, die machen einen kaputt, wenn die aggressiv werden. Ja, wir können einzig und allein noch mal zu dem Dorf zurückgehen, wo wir die Tante gerettet haben und da irgendwie versuchen, noch mal was zu finden oder in eine andere Richtung zu gehen, aber da sind wir auch schon lang gegangen, wenn ich jetzt richtig bin. Ansonsten weiß ich gerade echt nicht, wo wir hin müssen. Falls irgendeinem von euch aufgefallen ist, wo ich vielleicht nicht lang gegangen bin, dann sagt mir am besten mal beim Gucken oder so, schreibt es in die Comments, beziehungsweise so ungefähr, was ich die Minute wäre schön. Dann kann ich mir das nochmal angucken, um zu gucken, ob ich da jetzt falsch gelaufen bin, falls wir das jetzt nicht gleich finden. Aber irgendwie... okay, ich habe schon was Neues gefunden. Ja. Kurze Frage, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Das weiß ich gerade nicht. Ich hoffe nicht da, wo ich gerade denke. Und es ist da, wo ich gedacht habe. Ja. Ist nicht schlimm, wir gehen einfach wieder zurück. Und
Ja, ich habe da hinten ja sowieso bloß ein paar sinnlose Sachen gefunden, die ich eh schon hatte. Das heißt, da geht jetzt nicht so viel verloren. So, in dem Dorf waren wir schon. Oh, hier geht's nicht durch, dann gehen wir halt so rum. So, wartet mal, hier ist die Pyramide, das heißt, wir gehen jetzt nochmal nach hier und dann da hinten, genau, da war der Kopf. Nee, wartet mal, wir sind hier runter. Nee. Wo? Hä? Ich verlaufe mich doch gerade schon wieder. Wartet mal, wir gehen mal zu der Pyramide zurück. So, hier, nein, hier. Hier ist die Pyramide. So, wo ist der Eingang? Andere Seite. Und zwar hier vorne müsste der Eingang gewesen sein. Genau, und dann gehen wir nach hier vorne. Und gehen da hinten hin. Ich glaube, nach hier bin ich vorhin gegangen. Ja. Oder nein? Müsste ja gleich so ein komischer Kopf kommen. Schon wieder falsch. Wo bin ich denn jetzt? Komm her hier. Komm, los, komm, Junge. Hol mich! Bist ein bisschen rot. So, das war's für dich, mein Freund. So, aber hä, wo habe ich denn jetzt das Dorf eben gesehen? Da ist nichts, da ist nichts. Hier ist alles nur Felsen. Hier ist Felsen, da ist ein einsamer Krieger, der mich gerade hier gestreckt hat. Ja, ist egal. Pass auf, wir machen das jetzt so. Ich laufe nochmal zurück. Und ja, beim nächsten Mal, da finde ich hoffentlich das Dorf wieder, was wir eben gerade gefunden haben, bevor ich hier schon das zweite Mal gestorben bin. Und machen an der Stelle weiter, werden dann die Pyramide infiltrieren oder wie wir es auch bezeichnen möchten. Bis dahin hoffe ich, ihr habt viel Spaß mit den jetzigen Parts gehabt. Und ja, bleibt mir treu, guckt weiter, schreibt mir eure Kommentare, eure Ideen, alle Anreize, eure Spielideen, sonst irgendwas. Ich freue mich über jede Reaktion von euch. Bis dahin, macht's gut!